Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 787 und ja, wir fangen hier einfach mal gleich an. Bei der ersten Mod, da seht ihr schon ES 3000 vor, steht drauf. Und das Ganze läuft unter, da steht jetzt, JF Stoll. Das ist ein Ladewagensystem. Genau, hier vorne seht ihr die Ladeeinheit an sich und hier hinten den Hänger dabei. Ich weiß gar nicht, ob man die ganze Sache oben aufklappen kann. Das werden wir uns jetzt sofort mal angucken. Wir hüpfen eine Runde rein, machen mal die Hilfe an. Seht ihr erstmal, wir haben hier eine Variante, was wir das Motor für anmachen. Wir haben eine Variante, was wir hier... Ups, so. Sieht man was? Nö. Irgendeine Maussteuerung sollte ich jetzt gehabt haben. Ah, hier, das ist die, die Kuppelhöhe hier. Und das ist wohl das Anpassen vom... Das andere ist... Nö, so, gut. Wir machen ihn runter, wir machen ihn an, den guten Ladewagen, so. Und da fahren wir mal hier so ein bisschen hin. Jetzt sind so ein paar kleine Reste sowas noch da. Ich habe letztes Mal ziemlich rumgeaast, sagen wir mal so, wie es ist. Da können wir hier nicht mehr super viel erwarten. Mal gucken, ob er irgendwas überhaupt irgendwas aufnehmen kann hier. Da sieht es mir noch aus, als wenn noch irgendwelche kleinen Grasreste sehen. Ich wollte eigentlich nur sehen, ob er grundsätzlich was aufnimmt oder nicht. Von meinen Mähaktionen, aber hier ist wohl leider nicht genug übergeblieben. Und der Streifen daneben, der ist zu dicht an der Grenze. Aber wir haben hier noch einen Haufen vom Auskippen. Das war sozusagen meine Notvariante. Und da seht ihr, das hat auch einwandfrei aufgenommen. Und das Ganze ist auch drin. Ja, wunderprächtig. Dann machen wir hiermit genau das gleiche, wie ich das dann dem anderen auch gemacht habe. Wir machen einmal die Auskippversion. Und da seht ihr, das wird schön ausgefördert. Klappe geht wieder zu. Und das ist es dann. Ne? Also, ein schöner Ladewagen. So simpel ist es. Mal ein bisschen andere Bauweise. Ne, dass so ein Rohrsystem und sowas hier vorne sieht und dass es dann hochgepustet wird. Warum nicht? Ne, so einfach ist es. Wir gucken uns den einfach mal an. Den finden wir natürlich dann auch unter Ladewagen. Wer hätte das gedacht? Da ist er. 66.000 kostet er für 30 Kubik. Wenn wir das so bei den anderen Jungs hier vergleichen. Ja, ne, da liegen wir vom Preis her ungefähr okay. Ne, so 66. Ist dann sogar noch günstiger, aber ist auch ein bisschen die ältere Technik. Deswegen passt das soweit schon. Ne? Wir können hier noch die Felgenfarbe in irgendwelche Grautöne ändern. Der Rest bleibt so, wie es ist. Ne? 95 PS brauchen wir nur dafür. Das ist im Verhältnis gesehen zu den anderen Kollegen hier vorne. Ne? Kommt aufs Gleiche raus ungefähr. Da seht ihr es, 95 für den Kleinen hier. Ja, ne? Also, wie gesagt, mal ein bisschen was anderes und funktioniert. Da ist der Beweis, der kleine Haufen, der da liegt. So, wir marschieren und zwar zurück. So einfach ist es. Und marschieren auf einen Zweierpackung Traktoren zu. Wir haben jetzt noch zwei Traktoren-Parts drin. Im Prinzip sind es drei, aber eins ist eine und dieselbe Variante. Weil das, was ihr hier seht, ist einmal ein Lamborghini, nämlich den Sprint 67470. Und das andere ist das Hürlimann-Gegenstück, weil es das gleiche ist, ne? XA86. Das sind die beiden Varianten. Es ist im Prinzip die Kabine und das alles gleich geblieben. Es ist nur die Haube vorne anders in dem Fall. Und ich habe die Felgenfarbe etwas angepasst. Wir gönnen uns mal den Lamborghini aus Spaß und sehen hier schon, wir machen eine Runde Licht an. Das funktioniert schon mal. Hinten Arbeitslicht haben wir auch. Vorne zweite Lichtstufe, ne, sieht man jetzt. Da oben auch. Das sind die Scheinwerfer, die oben noch extra dazukommen. Wir haben Rundumleuchten, die funktionieren. Auch die Blinklichter ein bisschen schwach auf der Brust auf der einen Seite. Hinten auch. Von uns sind vorne anscheinend beide ein bisschen schwach auf der Brust. Weiß nicht, wie zulässig das ist, aber ne, ja, was soll's. Ja, wenn wir die Hilfe anmachen, dann sehen wir, wir haben IC-Steuerung am Start. Ich mache die dementsprechend mal an, indem ich das mal gedrückt halte. Man sieht, ich könnte die auch hier von außen bedienen. Ne? Ich weiß gar nicht, gibt es eine Außenbedienung noch extra, sonst irgendwas? Ne? Ich sehe nichts extra, deswegen hüpfen wir mal in den Innenbereich. So, hier sitzen wir und da haben wir sie angeschaltet. Wir können hier vorne schön das Fenster aufmachen. Wir können die Türen aufmachen. Ne, seht ihr selber, funktioniert einwandfrei. Das dürfte auf der Seite hier genauso funktionieren. Ja, tut's auch. Wir können hier die Heckfenstergeschichte auch aufmachen. Die Seitenfenster sind fest. Eine Dachluke haben wir in dem Fall nicht, weil wir haben eine Klimaanlage oben drauf. Das ist schon der ganze Trick dabei. Und wenn wir jetzt das Ganze anmachen, dann seht ihr, wenn ich Licht anmache oder so, dann passiert hier drinnen leider nicht so sonderlich viel. Ne? Eine größere Zeigerreaktion haben wir auch nicht, deswegen begeben wir uns gleich wieder nach draußen. Ja, wir gucken uns das Ganze im Shop an. Finden das Ganze unter Kompakttraktoren. Ist wie gesagt hier die Lamborghini-Variante.
Und das ist halt, hier steht Hürlimann XA86. Das kann ich halt dann hier konfigurieren. Da schalte ich einfach nur den Part um. Und ihr seht, das ist ein minimaler Farbunterschied im Dach halt, ne? So sieht's aus. Und dann, ja, wir können die Fender-Geschichten hier an- und ausschalten, den Front-Attacher heransetzen, die Anschlüsse setzen, Klimaanlage aufs Dach klemmen. Wir haben die Auspuffanlage, die wir etwas variieren können. Rundumleuchten dementsprechend sind zu setzen, beide oder nur links oder rechts. Wir können auch einen Frontaufbau setzen, das weiß ich aber nicht, welcher Hersteller das ist, muss ich zugestehen. Und wir haben die Felgenfarbe auf Schwarz, Grau oder Standard zu wählen. Können wir auch Grau machen oder sowas, das ist halt, damit man das Hürlimann-mäßig anpassen kann. Wenn wir so alles angeschmissen haben, seht ihr selber, Frontbau habe ich jetzt weggelassen, sind wir immer noch unter 80.000. 90 PS haben sie immer und 40 km/h fahren sie auch immer. So, Fenster sind alle auf und ich würde sagen, frische Luft lassen wir rein und drehen einfach mal eine Runde. Ja, Entschuldigung für den Räusperer, aber 37 ist schon Schluss, so wie es aussieht. So, ich parke ihn hier einfach mal. Nochmal, ne, Bremslichter geht, Rückfahrleuchten hat er keine. So, ich mache ihn mal wieder aus. Und ja, kommen zur letzten Mod für heute. Das ist eine umgebaute, geeditete Version von dem guten Stück hier, nämlich dem Massey Ferguson 7400. Da gibt es hier noch, ne, da seht ihr noch Landagrar-Technik, extra Schilder dran. Das ist die Variante, die dann bis, ne, hier sieht man schön noch mit neue Dekomaterialien gesetzt, oben noch kleine Gardinenkante, andere Emblemgeschichte, hier noch die Aufklebergeschichte gemacht. Ne, erstmal kann ich einfach eine Runde hier einmal eine Runde drehen. Da ist halt noch so ein bisschen was dazugekommen, ne, kann ich ja das sagen, auch an Zubehör, sag ich mal so. Ne? Und wir gehen im Tuning-Bereich. Ich zeige es am besten einfach mal. Wir sind bei mittelgroß am Ende. Da sehen wir es. Da sind wir jetzt bei den normalen Motorgrößen, ne? 180. Und das ist halt die Extra-Größe. Und das sind die Normalgrößen, die wir eh hatten. Und wie gesagt, mit 300 PS ist das doch ein kleiner Sprung nach oben. Aber das ist dementsprechend für einige Leistungsklassen durchaus nicht uninteressant, weil man ein bisschen Reserve hat, wenn man Maschinen mal am Berg ziehen will. Ne? Und sonst das Ganze seht ihr selber. Wir können die Radgewichte extra setzen noch. Haben verschiedene Reifenhersteller hier auch durchzuwählen. Und wir könnten auch die Felgenfarbe halt sagen, ja, wir möchten die auch in Rot haben. Ne? Dann geht das Ganze auch. Ja, wie gesagt, optisch schön gemacht. Ne? Ob die Kante hier oben, ist eine Geschmacksfrage. Die kleinen Lämpchen, die Eherhörner. Alles, was ihr seht, Rundumleuchten, beide Seiten sind da. Das ist soweit alles schon okay. Ne? Und man muss ja bedenken, er ist hier sonst nicht mehr mit zwischen, ne? Weil wir hier den 7S mit bei haben. Das ist die 77er-Rolle. Ne? Ja, ne? Klassiker, sozusagen, hätte ich fast gesagt, aber eher die ältere Modellreihe, sag ich mal so. Ja, wir machen mal Licht an. Das ist die erste normale Lichtstufe. Dann gehen oben auch die kleinen Lampen an. Das sind die Zusatzscheinwerfer hinten, vier seiner Zahl. Dann haben wir vorne die Zusatzscheinwerfer und dann geht es schon wieder aus. So simpel ist es. Rundumleuchten funktionieren auch einwandfrei. Wir blinken schön über die Ausleger und hinten über den Fender-Part. Das funktioniert alles soweit. Wir gehen eine Runde rein. Wir machen mal die Hilfe an und dann sehen wir, wir haben eine Maussteuerung. Da gehe ich erstmal wieder für raus, würde ich sagen. Ich mache es trotzdem mal an, weil die Maussteuerung meist sonst eh nicht geht. Und ja, ich drücke mal. Maus, linke Taste, Vor- und Zurückbewegung macht die Tür auf. Rechts-Links-Bewegung macht die andere Tür auf. Weitere Maustaste macht hinten das Fenster auf mit Vor- und Zurück. Lasse ich einfach mal auf und macht sonst gar nichts. Also das ist halt die drei Funktionen drin. Die rechte Maustaste hat nur die eine Funktion mit der Heckklappe. Die lasse ich jetzt einfach auch mal so. Wir machen hier den Lichtpart. Dann sehen wir hier schön alles innen beleuchtet. Ihr seht hier, ist auch alles an Zubehörmonitor reingeklemmt, was man so reinklemmen kann. Man sieht schön hier, die Sachen hat eine extra Lichtquelle dementsprechend oben drüber gekriegt, dass man hier auch die Steuereinheiten vernünftig sehen kann, wenn es dann dunkler ist. Ne? So, wir gehen auch mal raus. Shopmäßig hatte ich den, ja, hatten wir den ja schon gesehen, genau. Dann würde ich sagen, können wir noch eine Runde mit drehen.
Ja, geht gut los, kann man nicht anders sagen. Ob das Ganze designtechnisch hier, je nachdem, ne, diese kleine Kante oben, ob das euer Geschmack ist, ist natürlich eine andere Geschichte. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Insgesamt finde ich es aber schön gemacht und hat ein bisschen mehr dran gemacht wie normal einfach Tuning. Ne? So, ich setze sie mal einfach hier so jetzt mittelpunktmäßig rein. Haben wir mal schön großes und klein Bild sozusagen. Und ja, dann bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Macht das passende Glöckchen an, dann könnt ihr dementsprechend einstellen, dass ihr mal informiert werdet, wenn ich neue Videos rausbringe. Dann sage ich nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.